Hallo und herzlich willkommen, Disney Infinity Freunde. Mein Name ist Marcel und ich begrüße euch zum Part Nummer 3 unseres Takeover Let's Plays mit unserem Sidekick zusammen. Und ja, Freunde, ich habe mir diesmal einige ältere Charaktere hier hingestellt, weil man hat doch gemerkt, ne, das Spiel basiert schon so auf die alten Playsets, ja. Und ja, da habe ich auf jeden Fall wieder richtig Bock gehabt, die alten Charaktere rauszuholen. Habe mir jetzt mal hier ein paar hingestellt, weil die sind so ein bisschen in Vergessenheit geraten und es macht bestimmt wieder mega, mega Spaß, wenn man hier mit den älteren Charakteren spielt. So, ich packe als erstes mal den hier drauf. Als Gastspiel natürlich. Mikey. Jawohl, nimmt an einer Spielsitzung als Gast teil. Ja, dankeschön. So, ja, wir haben eine Menge Waffen letzte Mal bekommen. Ich denke mal, der hat jetzt auch mega, mega Hunger. Das Problem ist, dass ich natürlich jetzt momentan noch nichts zu futtern habe für ihn. Und ihr seht, ah, guck mal hier. Guck mal, der Captain Hook ist gar nicht mal so schwach. Habt ihr das gesehen? Guck mal, der Chip ist gar nicht so stark, ne? Okay, okay. Guck mal hier, der Captain Hook hat jetzt schon, ohne was zu machen, hat der jetzt schon 8 Stärke. Natürlich kann man das hier nicht mit meinem Robin Hood vergleichen, ist ja ganz klar, weil den haben wir ja schon gefüttert, ja, bis es nicht mehr geht. So, ich kann ihm nur so ein bisschen Salat geben, weil das Problem ist, ihr seht, ich habe wirklich nicht mehr viel zu essen. Sollen wir erstmal was zu essen farmen gehen? Ich glaube, das machen wir, oder, Freunde? Ja. Komm, das machen wir wirklich. Komm, wir gehen mal was zu essen farmen, Freunde. Weil, ja, es bringt ja nichts. Ja, es bringt ja wirklich nichts. So. Weil wir brauchen ja was zu essen. Weil wenn der gleich da schreibt, ich habe Hunger. Ja, dann hat der Hunger. Das ist einfach so. Ja, kann man einfach nichts gegen machen. So, Toybox-Hub. Ja, natürlich. So. Okay, wir lassen trotzdem den Mikey drauf. Das soll uns nicht daran hindern. Und der soll jetzt einfach ein bisschen Essen farmen gehen. Und dann, ja, geht das auf jeden Fall schon klar, würde ich sagen. Ja, ist jetzt einfach mal meine persönliche Meinung. Der hat ja ordentlich schon Energie und aufgewertet. Und dann geht das, denke ich mal, recht flux. So, vielleicht kriegen wir auch schon so eine Hake Stufe 2. Wäre auch schon ganz cool, weil die Lehrlingshake... Ja, ich weiß nicht, Freunde, ja, also da wäre schon eine neue Hake auf jeden Fall mal ganz gediegen, in meinen Augen jetzt einfach mal, ja. Olaf! So, lass uns farmen, bitte. Lass uns Gemüse holen. Gemüse, Müse, 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 Müse. Muss ich machen, weil sonst ist das immer sehr eklig. So. Da hinten. Ist das schon da hinten? Nee, oder? Wo ist mein Zeidi? Da ist er. Nee. Guck mal, wir haben ja auch so viele Funken. Das heißt, wir können jetzt noch mal einige Felder kaufen gehen, was mich natürlich umso mehr freut. Mit den blauen Funken, die du sammelst, kannst du Spielzeuge im Spielzeugladen kaufen. So. Nein. Warum Innenbereich? Ach, ich bin zur falschen Seite, ne? Genau. Ich muss da vorne ja hinlaufen. So, guten Tag. Pflanzenverschwörung. So, ab dafür. So, jetzt als erstes dem erstmal die Hake da geben. Das ist das Wichtigste. Baut, 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 baut. Ich frage mich, ob jetzt doch schon ein paar Sachen dort gepflanzt waren. Die ich jetzt schon abgrasen kann. Hoffe ich doch mal. Vielleicht habe ich ja das Glück. Ja, da war was. Ich habe was gesehen. So, Ekel. Guck mal, ob da ekliges Gemüse ist. Yo, da ist ja sogar wirklich was. Super. So, als erstes brauchen wir jetzt eine Hake. Das ist das Wichtigste.
Und zwar brauchen wir Ausrüst. Ah, falscher Knopf. Ausrüster. So. Eigentlich ist das ja egal, was der für einen Hut auf hat, oder? Ja, genau. Eigentlich, das ist eigentlich. Ja. Okay. Das ist wirklich ganz egal. Da! Bauernhake für Fortgeschritte. Ermöglicht dem Sidekick Saatausfällen anzupflanzen, reduziert die Chance, dass der Sidekick Unkraut pflanzt. Jo, das ist gut. So, komm mal mit und gib mal Gas hier. So, zack, zack, hau mal ran hier auf den Meter. Ach ja, ich muss das ja irgendwie drücken, ne? Wie war das denn nochmal? Okay, alles klar. So, er gibt Gas. Ich fange an hier zu sammeln. Schon mal alles. So, dahin noch den Maiskolben, den nehmen wir auch noch mit. Schade, dass ich hier nicht wirklich mehr, ja, mehr Sidekicks machen kann. So, wartet mal. So. Jo. Das kaufen wir. Jo. Jo. Hallo. Kaufen. Ja, danke. So, und das hier. Wartet mal. Da vorne waren ja auch noch Felder gewesen, oder? Irgendwas habe ich doch gesehen. Kann man hinterher so viel Gemüse pflanzen? Komisch. Ich bin der Meinung, da habe ich letztes Mal auch was gesehen. Kann ja sein, dass ich mich gerade vertue. So, du sollst da keine Blumen pflanzen, du. Den grünen Daumen, ne, Kollege? Ja, und Unkraut. Blümchen und Unkraut pflanzt der. Nichts Großartiges hier. Ja, gibt's doch gar nicht. Guckt euch das an. Nur Unkraut und Blümchen. Mann, Mann, Mann. Du kannst deine Zeit über Zeitmenü in der Welt entfernen. Okay, möchte ich aber nicht. Hallo, Schwein. Zack. Oh, der ist aber weit geflogen. Was haben wir denn da Schönes? Ah, nix, okay. Können wir gar nichts kaputt machen hier. So ein Mist aber auch wieder. Ein Hoppelhäschen. Nein, doch nicht. Eine Bergziege, okay. So, jetzt aber. Okay, die können alle übers Wasser laufen wie Jesus. So ist das. Was ist denn da hinten los, Alter, mit dem Gemüse? Der pflanzt nur Blumen. Warum macht er das? Ermöglicht es weniger Unkraut zu pflanzen. Davon sehe ich irgendwie gerade mal gar nichts, muss ich sagen. Da musst du hungern, mein Freund. Ich sage dir, da musst du hungern. Fertig aus. Ich kann ja nichts dafür. Da musst du hungern. Wo ist das Leben? So, da oben kriege ich bestimmt nichts runter, ne? Paar Tomaten, paar Äpfel oder so? Natürlich nicht. Hier auch nicht. Ach, so ein Mist aber auch wieder. Glück habe ich wirklich manchmal gar keins, ne? Pflanzt nur Blumen. Ich denke mal, kann ich eher eine ganze Zeit allein ohne machen. Also, dass ich hier nichts aufnehme, weil das ist ja schon irgendwie langweilig, ne? Gras hier oder Gemüse beim Wachsen zuzusehen. Hat
Hat der denn die richtige Schippe da in der Hand oder was ist denn los mit dem? Da. Bauernarke ermöglicht dem Sidekick Saat aus Feldern anzupflanzen, reduziert die Chance, dass der Sidekick Unkraut anpflanzt. Bis jetzt ist er nur Unkraut. Da und wieder eine Blume. Wer braucht denn Blumen? Nee, komm, wisst ihr was, Freunde? Wisst ihr was, das mache ich wirklich. Nee, komm. Da mache ich alleine. Also da braucht ihr nicht zugucken. Ja. Das ist ja echt. Was soll das denn? Das ist ja echt langweilig. So, weg mit dir wieder. So. Molki. Gemüse beim Wachsen zuzusehen. Ich habe jetzt gedacht, er gibt jetzt Vollgas. Ram, 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 ram. Habe ich gedacht. Dann nicht. Wenn ich will, der hat schon. So. Da ist der Ladebildschirm ja noch interessanter, als das Gemüse zu sehen. So, Takeover Part 3. Jetzt geht's los, Freunde. So, okidoki. Ich brauche das. Ich brauche das. Ich brauche das Maschinengewehr für Fortgeschrittene. Genau das hier. Das hat 10er Schaden. Okay, sehr cool. So, gut. Okay, so ab nach Merlin. Jetzt geht's Hey weiter. du da, schüttel mir die Kralle. Los geht's. Aha, eine Schatzkarte. Nun, wenn Sie sie verteidigt haben, muss sie uns ja zu einem wertvollen Ziel führen, oder? Und sie scheint uns in diese Richtung zu führen. Okay. Was ist das? Eine Invasion? Wir haben keine Zeit für so etwas. Schaff sie hier weg. Du bist angekommen, gerade so pünktlich, wenn ich das hinzufügen darf. So, sieht nach Ärger aus, ja, ein bisschen. Alter. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was das hier ist, aber das sieht so nach Spider-Man aus, ne? So ein bisschen. Ich frage mich, ob da oben was ist. Wenn ich hier hochkomme, sollte, komme ich bestimmt nicht, oder doch? Aber hier ist nichts, oder? Auf der anderen Seite ist was. Ah, okay. Super. Hätte ich dann mal eher gesehen. So und so und so. Was haben wir da? Hey, Ralf! Randale Ralf als Sidekick. Sehr cool. So, schauen wir mal eben, weil wie stark der ist, weil der könnte die übelste Stärke haben. Ja, nicht wirklich. Okay, alles klar. So, wir bleiben erstmal weiter bei unserem Robin Hood. So, wir spielen das Ganze wieder auf schwer, weil schwer war eigentlich recht einfach beim ersten Mal. Mal gucken, wie es jetzt wird. Ja. Und leider haben wir auch beim ersten Mal nicht alle Münzen gefunden. Das heißt, wir haben eine Münze übersehen. Fand ich jetzt auch nicht so toll. Okay. Können wir ja sowieso nicht ändern im Endeffekt. Es fällt mir schwer, sie zu entziffern, diese Karte von dir. Aber wir wissen, dass das, was wir suchen, irgendwo da drin ist. Also hör dich um. Das heißt, wenn sich so ein Gespräch lohnt. Ich nehme alles an. Aber du hast keine Sache erwischt. So, sehr gut. Gehen. Da seht ihr, zack, Maiskolben schon mal. Ist das schon mal was? Ne? Der wird gleich bestimmt schreien: Ich habe Hunger, fütter mich. Eine Tomate. Ein Stück Pizza wäre auch ganz cool. Oder Lolli, den nehmen wir auch. Oh. Granatenwerfer für einen Lehrling. Wow.
Boah. Müssen wir uns erst mal gucken, wie stark der ist. Gucken wir uns jetzt mal an. Wartet. 8. Die Gegner in einem Bereich Schaden zu finden. Ich bleib erstmal bei meinem Maschinengewehr. Tritt auf die Disney Infinity Bodenplatten, um Gegenstände in der Umgebung zu steuern. Wow, 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 wow. Boah. Boah, ich bin gleich kaputt. Das gibt's doch gar nicht. 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 Alter. Warum denn so stark? Oder Mikey, warum so schwach? So, da ist unser Ladkopf, den nehmen wir mit. Da holen wir uns erstmal die Kiste dahin jetzt. Was ist denn jetzt? Ja! Tarnung, Lehrling. So, erstmal wieder weg hier, sehr gut. Komm doch da raus! Möhren, Möhren, Möhren. Sehr gut. Ah, guck mal, da oben, da oben, da oben, da oben. Da habe ich doch was gesehen. Da drin. Da habe ich was gesehen. Hä? Wo war die? Ich habe da irgendwo so eine Münze gesehen. Da oben. Seht ihr sie? Zack. Wie komme ich da dran? Und mit Schlüssel... Disney Drachen, ab sofort in der Toybox verfügbar, ein Drachenhut. So komme ich da dran. Jimonimo! Ach cool, ich kann sogar auf dem Baum laufen. Geil. So, das war die erste Münze von dreien. Da vorne war nichts mehr. Dann gehen wir jetzt erstmal dahin. Sind wir noch Gemüse versteckt hier drin? Aber selbstverständlich. Ein Stück Pizza. Sieh dir den Kerl in dem Anzug an. Er hat nicht einmal Angst. Er muss etwas wissen, dass du... Was? Er muss etwas wissen, dass du und ich nicht wissen. Okay. Und ich sollte jetzt rausfinden... Nimm doch lieber den dahinter dir. Nimm doch lieber den dahinter dir. Nimm doch lieber den dahinter dir. Meine Kollegen sind in Gefahr. Ihr könnt ihr wirklich hier Hilfe gebrauchen. Ich hol sie da raus. Ich hol sie da raus. Keine Sorge. Schön. So, das war der Kollege 1. Erstmal nochmal hier gucken, aber hier scheint nichts zu sein. So, kann ich hier rüberwerfen direkt? Nee, schade. Die Frage ist, was machen die Kollegen da oben eigentlich?
Was haben die dort zu suchen? Schieß, schieß! Wir haben einen Notruf aus der Stadt erhalten, aber unsere Agenten sagen, so schnell kann doch kein Mensch lesen. Wer soll denn so schnell lesen können? Ja, Chris erstmal direkt ein. Gib mir den Schlüssel. Hier, zack. Mach das Schloss auf. Verspätete Tore. Erstmal in der Toybox verfügbar. Sehr gut. Hilfe, bitte. Hört mich jemand? Hilfe. Boah, der Psychic sieht nur Mädchen und gibt sofort Gas. Alter, das ist ein Robin Hood. Ich kann dir gar nicht genug danken. Ein Disney-Lutscher? Mickey Mouse Lolly gibt ein Psychic zu essen und ihre Fähigkeitsränge für Werkzeug. Wie geil ist das denn bitte? Geil. Ha, super. Ja, wir kriegen eigentlich ordentlich Essen hier, muss ich sagen. Ja, also so schlecht ist das wirklich gar nicht. Ja, guck mal, da ist sogar noch ein Salatkopf hier. Zack. Da könnte man echt besser die ganze Zeit hier das hier spielen. Ne? Da kriegt man ja auch genug zu essen. Und man levelt dabei ja eigentlich auch noch seine Charaktere, außer man nimmt nicht wie ich welche, die schon auf Stufe 20 halt sind. Da war nix. Andere Seite nochmal gucken. Ja, eine Möhre. Und da drüben war auch nichts. Okay. Wow, Löcher? Wo kommen die denn her? Was ist das denn für ein Oktopus? Boah, ist der hässlich. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Jetzt wieder. Danke. Kann ich dir sonst noch irgendwie helfen? Erzähl. Achso, ein Feuerwehrmann, okay. Ich kümmere mich gleich um dich. Ich gucke erstmal, ob hier irgendwas ist in der Nähe. Da zum Beispiel die Kiste. Laserkanone für Lehrlinge. Dann gehen wir erst hier lang. So, ich habe so irgendwie das dumme Gefühl, dass ich hier gleich sowieso nochmal hoch muss. Ja, das wird bestimmt auch so sein. Ein Schlüssel. Okay, schade. Ich dachte, ich könnte die Dinger hier kaputt machen. Da ist eine Kiste. Das erfreut mich zutiefst. Und da ganz oben war auch noch was gewesen. Was ist das denn? Okay. So, dort vorne gibt es einen neuen Sidekick. Juhu. Und zwar Donald. Juhu. Korrekt. I have the duck. Ich könnte ja machen, passt auf. 8, 7, 8, 6, 7, okay. Ist gar nicht mal so schlecht. Ich gebe dir Deckung, okay.
Yeah! Ach so, ich brauche der kleine Bräuhörner Waffen. Sonst sieht's echt schlecht aus mit ihm. So, er kann ja nicht allzu viel. So, er kann diesen Hut nehmen. Aber dieser Drachenhut, passe die Welt im Stil des Reich des Drachen an. Okay. Hut der Tarnung. Wird der Sidekick getragen, macht er deinen Charakter unsichtbar. Okay. Das ist natürlich nicht verkehrt. Granatenwerfer, Wurfdolch, Zauberstab, Zepter, Bauernhake. So, bitteschön. So, Ente, ab dafür, komm. Hilfe! Mehrere Bürger sitzen immer noch auf der Dichterfester Bekunde. Unser Fahrzeug, ich hilf ihnen bitte. Okay. Klappe. Entschuldigung. Hau ab. Bitte, Nummer 2. Einmal darüber. Genau, genau so. So. Nummer 3. Okay, die springen hoch. Ich dachte schon, was ist das denn jetzt? Ey. 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 Ich hab ihn doch geschnappt. Ey. Bitte. So, 2 von 5. Wo ist der andere? Wo ist der andere? Der andere ist da vorne. Guck mal, da ist er, da. So, Nummer 4 von 5. Hallo. Okay, muss einer verstehen, tue ich jetzt gerade nicht. Hier ist noch einer. Schieß, du Ente! Mal 4 von 5, wo ist die 5? Um. Dein Freund wurde besiegt. Ja, kann ich jetzt auch nichts für. Ich muss mich erstmal hier drum kümmern. Aber die kommen ja echt hier immer hoch, ne? Maschinengewehr einfach. Okay. So, in 20 Sekunden ist mein Kollege wieder da. So, bitteschön. Vielen Dank, du bist ein echter Lebensretter. Wirklich, wenn du nichts dagegen hast, können wir noch. Was können wir denn noch? Give me the key. Wow. Ausrasten. So, komm mal her. Wow, 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 wow. Gut, der hat ja gar nicht. Doch, jetzt sind wir unsichtbar. Jawohl. Bleib ich jetzt nur noch so? Du solltest dich fernhalten von diesem Ding. Ich glaube, es ist so gefährlich, wie es aussieht. Du kannst mich nicht sehen.
Warum kann der mich sehen? Okay, ich kriege da Tatsache nicht kaputt. Was mich noch mehr ärgert, ist, dass ich bis jetzt immer noch erst eine Münze gefunden habe. Ein Schlag! Was ist denn mit ihm? Ein Schlag! Da werde ich echt angry, muss ich ja ganz oft echt mal zusammen mit ist. Wir brechen auf, ja natürlich, komm los, Ente. Aha, eine Schatztruhe. Und das Einzige, was dir im Wege steht, ist... Ui, nun, viel Glück. Venom. Gar kein Thema für uns, gar kein Thema für uns. Ich bin angry. Und ich habe echt nur eine Münze gefunden von dreien. Das macht mich noch mehr angry. Ein Sidekick hat wieder Hunger. Robin Hood hat Hunger. Jetzt muss ich den echt füttern? Nur weil er Hunger hat, oder was? Eigentlich könnte ich den auch benutzen, ne, für... So, genau. Was? Hallo? Wolltest du das? Boah! Du bereit bist oder nicht? Ich komme! Der schießt auch. Boah, der zieht aber viel ab, ey. Schieß doch bitte auf ihn drauf. Nein, bitte schieß doch. Echt aggressiv, ne? Echt aggressiv. Den Schatz hierher zurück. Dann helfe ich dir herauszufinden, was es ist. Okay. So, hier nochmal geguckt. Hier scheint keine Münze zu sein. Ja. Boah, ist das schlecht, ey. Nur ein gefunden. Entdeckte Truhen haben wir aber alle 8 von 8. Das ist doch schon mal. Das ist doch schon mal etwas, ne? Wenigstens haben wir irgendetwas gefunden. Achso, da ist das Tor, genau. Ja, bitte. Zurück zum Hub. Was soll ich euch erzählen? Ich weiß es nicht genau. Diese Ladezeiten sind so schlecht. Welche Verbesserungen an meinen Heldenvernichter vorgenommen habe. Diesmal wirst du das nicht überleben. Aber ich würde gern sehen, wie du es versuchst. Endlich lernen wir uns kennen.
So. Gut. Ja, also wir müssen wieder zum Hellenvernichter gleich hin. Das, Freunde, machen wir aber erst in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören, alles andere auch. Daumen nach oben nicht vergessen. Würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Abonnieren auch nicht vergessen, um keine Folge mehr zu verpassen. Und in der nächsten Folge, Freunde, sehen wir uns dann in dem hellen Vernichter-Moped da, was wir letzte Mal ohne Probleme überwunden haben. Und in dem Sinne, haut rein. Vielen Dank und Peace. Okay, selbst auf schwer ist es recht einfach, muss ich sagen, ne? Obwohl ich jetzt auch sagen muss, ich bin leicht enttäuscht, weil ich die dritte Münze nicht gefunden habe.